Freunde, liebe Familie, liebe Kinder. Wir haben schon oft gehört, dass jeder Mensch muss von Neuem geboren werden. Und Jesus sagt es ganz direkt, diesem Nikodemus in Johannes 3,3. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Jeder muss von Neuem geboren werden. Etwas Neues muss in ihm geboren werden und wachsen und wachsen. Ja, das ist so wichtig. Wie passiert es eigentlich? Ja, wenn wir zu Jesus kommen, wenn wir glauben an ihn, dass er für uns gestorben ist, dass er für uns gelebt hat, uns die Sünden vergeben hat. Wir kommen in diesem Glauben und bitten, vergib mir, Jesus, komm, zieh in mein Herz hinein. Das geschieht, das ist sowas Wunderbares, wenn wir das so auch mit Gott erleben. Ja, und dann sagt Apostel Paulus in 2. Korinther 5, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Aber das alles von Gott, der uns mit ihm selber versöhnt hat durch Jesus Christus und uns das Amt gegeben hat, das Amt der Versöhnung. Was ist passiert? Ein Mensch hat neue Gefühle bekommen, neue Gedanken bekommen, neues Leben in sich. Er ist neue Kreatur geworden. Ja, das ist so wunderbar, wenn man das erlebt hat und kann es wirklich bezeugen. Du gingst in eine Richtung und auf einmal gehst du in eine ganz andere Richtung. Du siehst wieder diesen Gott, der so wunderbar ist, in jedem Blümlein, in jedem, was er so geschaffen hat. Und er ist in dir, du fühlst, du weißt, du bist überzeugt, Jesus hat mir dieses neue Leben gegeben. Aber Jakobus, der schaut da irgendwie auch so ganz interessant, auch ein bisschen skeptisch und sagt, überprüfe dich. Bist du wirklich gläubig? Hast du auch Werke, die es bezeugen? Oder sprichst du nur? Und er sagte so interessant, quillt auch ein Brunnen aus einem Loch süß und bitter? Kann auch, liebe Brüder, ein Feigenbaum Öl bären? Oder ein Weinstock Feigen tragen? Also kann auch ein Brunnen nicht salziges und süßes Wasser geben? Ja, so sagt er. Wenn es eine Quelle ist, dann kommt da süßes Wasser. Oder auch nicht süßes, ein bitteres Wasser, lesen wir in der Bibel, gab es auch Quellen mit bitterem Wasser. Aber beides kann nicht in einem Wasser sein. Wenn du von Neuem geboren bist, wenn du eine neue Kreatur geworden bist mit Jesus, Jesus lebt in dir, dann soll süßes Wasser in dir kommen. Er sagt weiter, wer ist weise und klug unter euch? Der erzeige mit seinem guten Wandel seine Werke in der Sanftmut und Weisheit. Habt ihr aber bitteren Neid und Zank in euren Herzen? So rühmt euch nicht und lügt nicht wieder die Wahrheit. Das ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt, sondern irdisch, menschlich und teuflisch. Denn wo Neid ist und Zank, da ist Unordnung und böses Ding. Ja, so sagt er, so interessant. Eigentlich, du schaust in dein Herz hinein und du siehst, da ist doch Zank, da ist doch diese Bitterkeit, da kommen noch diese bösen Worte raus und so. Und dann sagt er, schau mal in dich hinein und lüge nicht, erzähle nicht den Leuten, du bist jetzt von Neuem geboren, du bist eine neue Kreatur. Nein, zeig es in deinem Wandel, dass du ein anderer Mensch bist. Da, was kommt aus dir raus? So ganz direkt schreibt er das und so interessant, wie er dann Weisheit weiter sagt. Die Weisheit von oben her ist aufs Erste keusch, danach friedsam, gelinde, lässt sich sagen, voll Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch, ohne Heuchelei. So sagt er, ist die Weisheit Gottes. Die ist keusch, das beginnt in Gedanken. Die ist friedsam, die sucht Frieden mit jedermann, wo es geht. Die sucht auch, dass sie selber mit Frieden erfüllt ist. Die ist gelinde. Gelinde heißt, es sind auch die Worte, lind. Es sind nicht diese grobe, herrschende Worte. Der sagt auch weiter, die ist barmherzig. Wenn du siehst etwas, wo ich helfen kann, dann versuchst du zu helfen, weil die ist voll der Barmherzigkeit, guter Werke. Die ist unparteiisch. Diese Menschen sind gut, die anderen schlecht. Ich bin jetzt hier in dieser Partei. Nein, die ist unparteiisch und ohne Heuchelei. Also wirklich aufrichtig zu jedem Mensch, offen und schön. Und der letzte Satz in dem Kapitel ist auch wichtig. Die Frucht aber der Gerechtigkeit wird gesät im Frieden denen, die den Frieden halten. Wo wird gesät diese Frucht der Gerechtigkeit?
Frucht, da sieht man, da ist Frucht, da wächst etwas, wo man dann sichtbar wird. Also dort, wo man den Frieden sucht, wo man den Frieden haltet. Einmal ist der Frieden mal geschaffen zwischen Leuten, zwischen dir und jemand, aber dann muss man diesen Frieden zu halten auch können. Das ist so wichtig. Diesen Frieden, den Gott dir gibt in dein Herz, muss man behalten. Jesus sagte in Johannes 14, 27, euren Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, nicht so wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Der Frieden Gottes, er erfüllt dich. Und da wird es noch mehr und mehr die Frucht des Friedens gesät. Wirklich bei denen, die den Frieden halten, die den Frieden lieben. Oh Herr Jesus, danke dir. Es ist möglich, wirklich mit dir so zu leben, dass aus unserer Quelle süßes Wasser kommt. Dein Wasser kommt und das den Leuten hilft, dich zu erkennen. Danke, Jesus. Danke, dass du uns dabei hilfst. Das ist nicht von uns, aber mit deiner Hilfe. Danke, Jesus. Amen.